Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Oliver Kalkofe hat uns zu Dreharbeiten einer Folge von Kalkofes Mattscheibe nach Berlin eingeladen. Und wir als Kalkofe-Fans haben natürlich direkt Ja gesagt, denn wir wollten schon immer mal sehen, wie wird eigentlich eine solche Sendung produziert. Sind also in den nächsten Flieger eingestiegen, nach Berlin geflogen und haben dann dort einen ganzen Tag das Team von Kalkofes Mattscheibe begleiten dürfen. Und das, was wir dort alles gesehen haben und das, was wir dort erfahren haben in Interviews, in Gesprächen, das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten zeigen. Wir wünschen viel Spaß bei einem exklusiven Einblick in Kalkofes Mattscheibe. So, ja, neben mir steht die Anja und erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen, dass wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. Hier wird jetzt gerade schon gedreht, denn das berühmte rote Licht ist an und da sollten wir noch möglichst gar nicht eintreten, wa? Richtig so, genau. Aber sonst wird es teuer, ja, im Extremfall. Ganz so teuer nicht, aber das müsste man dann nochmal machen. Aber das ist auch schon so mein Stichwort. Also du bist hier, ja, für was verantwortlich? Du bist Produktionsleiterin, oder? Ich bin Produktionsleiterin, genau, und somit fürs Geld und die Überwachung des Geldes verantwortlich, aber bei so einer kleinen Produktion auch viele andere Sachen mit, von Koordination, Aufnahmeleitung, alles in einem sozusagen. Und ja, ihr trefft an Drehtagen. Wie häufig trefft ihr euch dann? Also ihr dreht jetzt hier gerade 3 oder 4 Tage, glaube ich, ne, um eine ganze Staffel, genau, dann aufzunehmen? Nee, also im Schnitt haben wir so ein Drehtag ist eine Sendung, ganz grob. Und wir machen einmal im Monat ungefähr 3 bis 4 Tage. Das ist so unser Schnitt. Das heißt also, du bist dann verantwortlich für die Koordinierung, dass die Leute alle hier rechtzeitig am Tag dabei, genau, sind und dass ihr morgens früh loslegen könnt und dann ist immer Ende offen, ja? Ende ist nicht offen, nein. Es gibt ja Arbeitszeiten, nicht wahr? Echt? Ja. Das ist beim Film doch so, ja? Das ist beim Film so, da gibt es ja auch einen Tarifvertrag. Ja, ja, es ist alles geregelt. Nee, es ist nicht Open End. Wir haben ja im Schnitt so unsere 10 Stunden plus Pause und damit kommen wir auch ganz gut hin. Kommt ja ganz gut hin. Ja, eigentlich. Schön. Ja. Dann würde ich sagen, viel Erfolg. Vielen Dank, dass wir hier bei sein dürfen. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um und dann gucken wir mal, was wir hier zu berichten haben. Ja, danke für die Unterstützung. Ja. Ja, Kalkofes Mattscheibe lebt natürlich von den Kostümen, denn es ist ja sicherlich aufgefallen, die Kostüme, die der Oliver da anhat, die entsprechen schon ziemlich genau den Vorbildern, die er da durch den Kakao zieht. Und wo diese Kostüme herkommen und wie die eigentlich gemacht werden, das wollen wir uns mal hier anschauen, denn hier nebenan, da ist die Ulrike. Hier ist also der, ich sag mal, der Kostümbereich. So, und da ist die Ulrike schon. Hallo erstmal, grüß dich. Ich habe gerade schon gesagt, also eins der Geheimnisse oder eine Besonderheiten von Kalkofes und Mattscheibe sind ja mal die Kostüme. Denn es ist ja schon beeindruckend, wie da den Vorbildern entsprechend diese Kostüme nachgemacht werden. Und das machst du ja schon. Und das nicht gerade erst seit gestern, ne? Ja, genau. Ich mache das, glaube ich, seit 99, seit Kalkofe von Premiere zum ersten Programm gegangen ist. Okay. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe damals viel für den Bayerischen Rundfunk gemacht und dann haben sie mich empfohlen für die Sendung und dann habe ich die ausgestattet. Und dann ging es von Bayerischen Rundfunk zu ProSieben und dann haben sie mich gefragt, ob ich das weiter betreuen kann. Und somit ging das weiter, jetzt zu Tele5. So, jetzt bin ich hier mal bei der Requisite oder beim Ausstatter. Neben mir ist der Ludwig. Requisite, ja. Requisite, sagen ja, wir hier. Ja, ja. Okay, und du bist jetzt hier im Team und was machst du eigentlich? Du musst... Eigentlich die Sachen, die wir dann vorher besprechen mit Regie und dem Olli, sind nicht bei jedem Clip sind Requisiten dabei, sondern nur ausgesuchte Sachen, die unterstützen in dem, sagen wir, Comic-Gefühl. Okay, das heißt, du musst dir dann, ja, du hast ja irgendwelche Vorbilder, indem du dann Bilder bekommst aus der Produktion, die dann wir da... Wir haben die Originalvorlagen, die werden so ähnlich wie möglich und das ist auch das Spannende und Interessante daran, dass man eben so eng am Original wie möglich arbeitet. Dazu musst du dann teilweise auch wirklich mal so eine Trompete mitbringen oder ich habe gesehen da vorne noch, was ist das, Ratzeputz oder wie heißt das? Ratzeputz, das ist ein Kräuterschnaps, der in einem Clip eine Rolle spielt und den muss dann Olli auch austrinken. Nicht wahr? Nicht wirklich wahr, da wird wahrscheinlich Kamillentee drin sein oder ähnliches. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also du kriegst dann irgendwann mal Bilder von Szenen, die jetzt also demnächst einmal wieder, wie ich so schön sage, durch den Kakao gezogen werden. Und ja, wie kommst du an die Kostüme? Weil ich sag mal, mit den Originalen, die du da in den Videos siehst, wirst du ja wahrscheinlich kaum Kontakt aufnehmen können. Am Motto, gib mir mal euer Kostüm von der damaligen Sendung. Habe ich aber sogar auch schon mal gemacht. Ja, ja. Ich versuche alles mit Tricks zu arbeiten. Leider gibt es die meisten dann doch nicht, die einem die Kostüme geben. Kürzlich hatte ich eine Darstellerin, die hätte es echt getan. Dann hatte ein Darsteller hatte leider sein Kostüm schon in die Mülltonne gekloppt. Somit habe ich auch dieses Kostüm wieder nicht gekriegt. Weil normal muss ich immer gucken, welche Möglichkeit habe ich, kann ich das kaufen? Das ist erst die erste Frage, das ist die leichteste. Kann ich es leinen, noch billiger? Das ist meistens nicht möglich, weil auch
Olli nicht so wahnsinnig schmal ist. Jedenfalls würde ich in normale Frauenkostüme ihn nicht reinkriegen. Dann ist es meist so, dann gucke ich irgendwie ein Grundkostüm zu kaufen, teilweise zu verändern. Zum Beispiel, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel hier, die Frau Kost. Vielleicht kann man es hier mal sehen, ganz gut am Beispiel. Die hat jetzt hier was, hier ein Jäckchen an mit einem Top drunter. Da habe ich dann jetzt einen Pulli gefunden. Den habe ich erstmal gefärbt in die richtige Farbe. Dann haben wir den Pulli zweimal gekauft. Hier ist, wenn ich färbe, muss ich ein paar Probefärbungen machen, muss ich das immer rausschneiden. Dann haben wir das in die richtige Farbe gefärbt und dann noch hier aus spitze Tops drunter genäht. Lass uns mal anschauen. Das ist hier jetzt zum Beispiel. Also, das ist hier ein Pulli gewesen. Der wurde jetzt so auseinandergelegt von der Schneiderin, dass hier jetzt sind die Bündchen abgeschnitten, die sind jetzt hier vorne dran, dass da aus dem Pulli eine Jacke wurde. Das heißt, das ist jetzt hier das Body-Double vom Oliver? Genau. Ich habe immer ein Body-Double, da ich in München arbeite und ja. Olli in Berlin lebt. Deswegen habe ich sein Body abgeformt und mache alle Anproben mit ihm. Ich habe vorhin gesehen, dass hier ein Stromkabel vorher ist. Wofür ist denn das Stromkabel bei dem guten Body-Double? Wird der ab und zu mal unter Strom gesetzt? Oder? Genau, es wäre schön. super. Und zwar dieser Body, wenn ich den warm mache, dann ist der verformbar. Und wenn der warm ist, dieses Gerüst, was man hier oben sieht, ja. Dann kann man den über ihn drüberlegen, ihn abformen und dann wird das Stecke wieder rausgezogen und dann erkaltet es und dann habe ich einen festen Body. Die Form ist aber in den letzten Monaten so geblieben, ja? Ja, so ungefähr, ja. Okay, alles klar. So, wir sind jetzt hier in der Maske und die Maske ist ja eigentlich auch super wichtig für Olivers Kalkofen. Show, weil er muss ja eine ganze Menge verschiedene Persönlichkeiten darstellen. So, und dahinter steckt dann immer der Gregor, weil der Gregor macht dann aus ihm die schönen Persönlichkeiten. Ist das soweit richtig, oder? Ja, soweit richtig, aber teilweise machen wir es natürlich auch zu dritt. Wir sind so ein Team aus drei Maskenbildnern, die sich dann immer ein bisschen abwechseln. Und naja, ich glaube, Abwechslung ist in der ganzen Sendung sehr wichtig und das versuchen mal rüberzubringen. Seid ihr da irgendwie nochmal mit unterschiedlichen Schwerpunkten? Ich sehe jetzt hier beispielsweise eine ganze Menge Perücken. Hier vorne bist du gerade dabei, was zu gestalten. Ein Schnäuzer, glaube ich, oder so ein Bärtchen. Also ich sage mal so, ich bin so prädestiniert für die Glatzennummern. Das heißt, für alle Persönlichkeiten oder Charaktere, die eigentlich lichtes Haar haben oder gar keins, wie Axel Schulz oder so. Da komme ich dann mehr zum Einsatz. Das andere machen dann meine Damen, Elke, Jeanette und Julia, die machen dann so die Damennummern, die sind da, haben da eher ein Händchen dann dafür, die schönen oder schlimmen Perücken und Frauen herzurichten, die wir brauchen. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kommen eigentlich die ganzen Inhalte her und die Ideen? Sitzt der arme Oliver da die ganze Nacht und schaut dann eben Fernsehen oder hat er da noch ein paar Helferlein? Und jetzt haben wir einen der Helfer gefunden. Neben mir ist nämlich nochmal ein Oliver. Ja. Und du machst hier, was machst du eigentlich? Recherche? Recherche zum Teil, aber im weitestgehenden Sinne die Sichtung. Sprich, wir kriegen Tipps von unseren Fans über unsere Seite www.kalkwatch.de. Habe ich jetzt nochmal ordentlich Werbung gemacht. Und unter anderem gucke ich natürlich auch gezielt fern und spreche mit Olli im Vorfeld natürlich auch ab, wenn irgendwelche Sachen neu starten, irgendwelche Konzepte neu ausprobiert werden. Also muss man auch mal ein bisschen im Vorfeld planen. Aber auch sehr viel rückwirkend, was dann vielleicht gelaufen ist. Und wir haben die Chance eben über ein System, was wir haben, indem wir 30 Programme am Tag aufzeichnen, etwas über 30 Programme, 24 Stunden am Tag, rückwärts 3 Wochen lang reinzuschauen. Und können dann sagen, okay, wenn uns die Fans eben, wie gesagt, Tipps schicken, brauchen wir immer die genaue Uhrzeit, den Sender und dann können wir rückwärts eben praktisch reingucken und die Tipps bearbeiten und sagen, das ist vielleicht was oder das ist vielleicht auch nichts. Erstelle dann Listen, die Olli dann für sich irgendwie noch ein bisschen runterkürzt und sagt, ja, okay, das können wir machen, das ist vielleicht interessant, das ist vielleicht nicht interessant. Ja, und das ist weitestgehend dann meine Arbeit. Okay, und so an sich, wie läuft dein Tabak ab? Du kriegst dann irgendwelche Fotos von den Motiven und sagst dann so, pass auf, den Gegenstand. Wir kriegen die Clips zugespielt und dann wird eben besprochen, welche Requisiten wir haben wollen und brauchen. Und dann gehe ich auf die Jagd, ja. Und wie sieht so eine Jagd aus? Sehr abenteuerlich. Nein, sieht so aus, dass ich natürlich erstmal die Fundi abklappe, weil das natürlich am einfachsten und kostengünstigsten ist. Was ich dort nicht kriege, fange ich an, im Einzelhandel, im Internet, in Secondhand-Shops zusammenzusammeln.
Ich habe aber gesehen, du musst auch ein bisschen basteln können, ne? Man muss Grundkenntnisse in Bastelarbeiten mitbringen, ja. Also Uhu und Schere ist Uhu, so mit... Schere, ich habe schon den berühmten Kastanienmann gebastelt. Und auch da ist natürlich, da fängt man ehrgeizig an zu sagen, man ist so dicht wie möglich im Original und findet so eine Kastanie, die dementsprechend gewachsen ist. Ich habe gesehen, heute ist der Tag auch, wo das Thema Dschungelcamp etc. kommt. Dann höre ich immer den Namen Wendler. Du hast dir auch was da einfallen lassen. Eine hervorragende, wie ich finde, designte, was ist das, Parfümdose, ja, Flasche? Ja, da haben wir die Originalflasche noch nicht bekommen und haben uns was Ähnliches zurechtgebastelt, was dann natürlich im Detail so ausschaut. Im Original ist, wenn man hier drauf drückt, spielt es dann noch Ich bin der DJ. Ja, das ist ja faszinierend. Ja. Ja, ist es. Da schlagen sich doch bestimmt am Morgen alle drumherum, die wollen das gute Stück hier haben wahrscheinlich. Was machst du eigentlich mit den Sachen, die du hier so gebastelt hast? Kommen die nachher mal ins Museum? Ins Olli-Museum. Manchmal werden Sachen versteigert für Weihnachten, also vor Weihnachtszeit für karitative Sachen. Ansonsten kommen die Sachen in den Fundus und die Sachen, die ich geliehen habe, kommen natürlich zum Verleiher wieder zurück. Aber die Sachen, die wir kaufen, wandern in unseren Fundus. Wenn ich mir jetzt mal so die Kostüme hier anschaue, die du hast, ne? Du hattest vorhin gesagt, du musst hier sogar manchmal deine Kostüme regelrecht anmalen, weil du vielleicht gewisse Strukturen oder Formen oder Muster oder sowas gar nicht hinbekommst. Ja, oft zum Beispiel. Echt? Mhm. Hast du mal ein Beispiel? Und zwar, diesmal habe ich jetzt noch nichts gemalt. Malen tue ich meistens am Set, um Zeit zu sparen. Also Olli ist hier im Studio dann immer und ich male dann hier draußen. Deswegen habe ich auch immer hier eine extra Färbeecke, um das zu vermeiden. Jetzt gucke ich gerade mal nach einem Brille. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Herrn, der hat eine Krawatte an und die hat Streifen in einer Form, die ich nicht finden kann, weil die Streifen im Westen anders, im Osten früher andersrum gelaufen sind. Jetzt muss ich die Mit Osten meinst du jetzt mit Ex-DDR? Ex-DDR, genau. Und zwar im Osten habe ich jetzt festgestellt, liefen die Krawattenstreifen so rum. Und das gibt es im Westen nicht mehr? Nein, oder gar nicht? Gibt es nicht. Okay, und jetzt holst du den Pinsel und dann malst du es einfach drauf. Genau, dann male ich es jetzt drauf. Jetzt habe ich den Grundton, hat die Krawatte weiß mit grauen Streifen. Deswegen habe ich jetzt eine weiße Krawatte und da wird mit Grau drauf gemalt. Das ist jetzt noch eine leichte Übung. Es gibt auch viel große Blumenmuster oder so. Die sind meistens von mir gemalt, wenn man sowas sieht. Weil ich könnte Jahre mich beschäftigen, um so ein Blumenmuster zu finden. Und es würde wahrscheinlich trotzdem nicht identisch sein. Somit male ich es dann immer. Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, ihr dreht ja hier schon an einem Stück, da musst du ja schon einiges vorbereiten. Du kriegst irgendwann mal ein paar Bilder, dann heißt es so, pass mal auf, hier sind die Originale. Und anhand der Originale musst du dich jetzt entscheiden, wo du die Klamotten herbekommst. Genau, oder wie ich es mache. Teilweise muss ich sogar Stoffe suchen. Manchmal kriege ich noch nicht mehr die Stoffe und dann muss ich eben die Stoffe so verändern, dass wir da hinkommen. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Stoff, der war auch super schwierig, weil ich den auch so nicht kriege. Da hat jetzt die Schneiderin jetzt hier diese Muster hier drauf genäht, weil ich die nicht drauf malen kann. Wenn ich sowas Lineares drauf malen würde, das würde verschwimmen, das geht nicht. Somit hat jetzt die Schneiderin den Part gehabt. Du gehörst zu den ersten Fans vom Oliver. Ja. Er hat ja angefangen, eigentlich bekannt zu werden übers Radio. Ist doch soweit richtig, ne? Ja, stimmt. Bei Radio FFN damals in Isernhagen bei Hannover. Und war auch mal bei einer Produktion damals dabei, weil ein guter Kumpel da ein Volontariat gemacht hat. Hab dann Olli nach den Aufnahmen kurz mal kennengelernt. Bis in die frühen Morgenstunden hat er uns Sachen erzählt aus der Premiere-Zeit, als er da angefangen hat. Das war ja ziemlich zeitgleich zu der Zeit, war das 94, genau. Daran kann er sich leider nicht mehr erinnern. Und dann haben wir uns... waren die Nächte zu lang, ja? Ja. Und dann haben wir uns irgendwie zwar immer mal nach einem Live-Auftritt, wenn er irgendwo aufgetreten ist, dann bin ich auch mal hin, Autogramme, alles mögliche, DVDs unterschreiben lassen und. Kannte mich dann auch weiterhin immer noch vom Sehen, wusste auch, wer ich bin. Und dann sind wir wieder aufeinander gestoßen vor knapp 10 Jahren, als der Wichser gedreht wurde, der erste Teil. Und ich seinen Manager im Voraus gefragt habe, kannst du dir vorstellen, dass er bei uns ins Kino kommt, wenn ihr eine Kinotour macht? Ja, wie viele Einwohner habt ihr dann? Ja, 45.000. Ich weiß nicht, wir wollten eigentlich so große Städte und so, aber okay. Ja, dann habe ich die Agentur belästigt, Tag und Nacht, mit Mails, mit Anrufen. Wir würden das gerne haben wollen und die haben uns dann gesagt, okay, ruft hier nicht mehr an, wir kommen. Und das haben wir relativ gut vorbereitet, super Deko gemacht, da schön aufgezogen mit Presse und Fernsehen und es muss Olli gefallen haben. Und danach ist ihm mein Name irgendwie
irgendwie da oben hängen geblieben. Ja, und er sagte dann irgendwann, wie gesagt, jetzt 2012 dann irgendwann zu mir, kannst du dir vorstellen, für die Mattscheibe die Sichtung zu übernehmen? Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Wenn ich die Brücken mir hier so anschaue, du hast ja eine ganz große Auswahl da. Du kriegst immer dann auch wirklich wieder ein Bild von dem Motiv, was da also dann dargestellt werden soll. Und dann holst du dir die Brücken, das sind ganz normale Brücken, und die werden dann zurechtgeschnitten. Oder was machst du dann? Fährst du zum Pferdehändler, holst dir Pferdehaar, oder wie geht das? Ich sag mal so, leider kriegen wir das nicht hin mit Pferdehaar, aber wir haben die Nummern, die gemacht werden, auf dem Server liegen, da holen wir uns die runter, fotografieren uns die Personen raus und versuchen dann Perücken zu finden, was nicht immer einfach ist, entweder bei uns im Fundus, bei Theatern oder anderen Fernsehanstalten, irgendwelche Perücken, die schon die Haare in der Länge haben, weil wenn du Perücken ausleihst, ist es eigentlich nie erlaubt, irgendwelche Haare zu schneiden. Also, aber da ist dann auch immer in Zusammenarbeit mit Olli und mit Marc, unserem Regisseur, dass wir sagen, jetzt da machen wir Abstriche und so, oder auch von der Farbe her. Darum haben wir hier auch unseren Airbrush, und wenn mal die Farbe nicht stimmt, sprühen wir einfach mal eine andere Farbe drüber, bis es in der Kamera einigermaßen hinhaut. Das sind immer die Kombination aus Kostüm und Maske. Du bist ja auch die ganze Zeit immer dabei, wenn gedreht wird. Ne? Weil ich sehe, in der Pause sofort kommst du mit dem Tupfer und dann wird man mal in die Stirn abgetupft oder mal ein bisschen was auch immer gemacht. Auf jeden Fall guckst du, dass er schon immer sehr schick und schön aussieht, oder? Ja, in dem Fall schon, weil im Studio haben wir ja meistens immer ein bisschen erhöhte Temperatur, und er auch mit seinem hochgeschlossenen Anzug oder natürlich dann auch mal in Frauenklamotten, das ist dann manchmal sehr schweißtreibend. Im Moment ist es so, dass alle Perücken vorbereitet sind, hat ein bisschen Zeit davor, und wir können im Studio sein, um das dann zu machen. Manchmal oder meist ist es so, dass wir Perücken noch während des Drehs dann vorbereiten, und da switchen wir immer ein bisschen hin und her zwischen Maske und Studio, und da das aber gleich nebenan liegt, ist das eigentlich kein Problem. Hast du irgendwelche Lieblingsfiguren, Lieblingsmotive, die ja in den letzten Jahren so verkörpert, die auch für dich mal so eine richtige Herausforderung gewesen sind? Naja, Spaß macht immer Axel Schulz, also Spaß insofern, dass es für uns ein Spaß ist, mit der Glatze drauf zu machen. Aber der hat doch immer eine Kappe auf. Ja, aber trotzdem, drunter muss eine Glatze sein. Okay. Ja, und aber auch viele andere Glatzennummern. Das sind zwar immer die Hölle für Olli, weil man schwitzt schon sehr extrem drunter. Wir versuchen dann auch das Ganze immer so aufzubauen, dass wir morgens anfangen mit der Glatze, 1,5 Stunden Maskenzeit mit Glatze, und dann bauen wir auf diese Glatze die Perücken mit lichteren Haar drauf auf. Es gab viele, viele nette, chaotische, schlimme Nummern. Okay, aber wie sieht denn jetzt so ein Ablauf aus? Musst du dir jetzt beispielsweise, im Moment, wir haben das berühmte Dschungelcamp, ja. Das heißt, du musst dir wirklich alle Folgen reinziehen, musst dir alle Dialoge, weil mit Vorspulen ist ja nicht, du musst ja schon auch sehen, was die da sprechen, ne? Mhm, genau. Also jetzt sind wir in der glücklichen oder unglücklichen Lage, wie man das bezeichnen will. Wir produzieren jetzt gerade neue Folgen für die Mattscheibe. Parallel dazu gucke ich nachts gleich in die Sendung rein. Das heißt, das System braucht natürlich knapp 2 Stunden, bis die Informationen alle verarbeitet sind. Das heißt, ich fange dann, wenn das Dschungelcamp um 0 Uhr zu Ende ist, fange ich so gegen 2 an, sehe die Sendung mir dann nochmal an. Also ich gucke sie einmal live, gucke sie dann praktisch ein zweites Mal und schreibe zu den einzelnen Szenen, die wir gerne hätten oder wo wir meinen, das könnte klappen. Das muss ich dann schon für mich so ein bisschen entscheiden. Ja, benenn die Szenen, was da passiert, damit wir nachher im Nachgang noch wissen, was war da eigentlich, macht das und das Sinn, und ja, das läuft dann so parallel, und bin dann meistens hier auch dann morgens um 10 dann aber auch wieder hier, dass wir dann beim Dreh uns absprechen können, was nehmen wir nicht. Persönlichkeitsveränderungen haben deine Freunde, Bekannte an dir noch nicht festgestellt, doch, ja? Doch, doch, doch. Also das Schlimme an der Sache ist, dass du alle Moderatoren von Astro TV kennst und weißt, wie die heißen, was die machen und. Die aber, wenn du dich über gute Filme mal unterhältst, irgendwelche Schauspielnamen einfach nicht mal einfallen, weil du es komplett ausblenden musst, weil du es für einen Job ja eben andere Informationen brauchst. Also ich kann dir sagen, Sachen vielleicht über Sarah Knappig und Georgina erzählen, eher als dass die mir jetzt irgendwie einfällt. Wer war in dem Film der Bösewicht oder sonst irgendwas? Also ist im Moment ein echtes Problem. Also kriegst du Schmerzensgeld hier? Da können wir ja nochmal drüber reden. Okay. Alles klar. Was hast du als nächstes noch so? Gibt es gerade momentan so einen Job, wo du ein bisschen Kopfzerbrechen machst oder wo du vielleicht mal einen öffentlichen Aufruf hast? Ihr nutzt ja unter eurem auch schon mal eure Facebook-Seite, also du findest bis immer alleine schon fündig. Ja. Ja, das ja. Nee, ich schaff das schon irgendwie. Schaffst du schon? Ja.
Du bist jetzt seit anderthalb Jahren dabei, ne? Seit anderthalb Jahren, seitdem wir hier in Berlin produzieren, ja. Okay, was machst du sonst noch für Projekte? Große Rundfahrt, also von Kinofilm, Spielfilm, Fernsehformaten, Shows, eigentlich alles. Also du bist der Mann, wenn ich was suchen sollte an Requisite, sollte man dich kennen und dann rufen wir dich an. Ja. Ja. Bist deutschlandweit für Geld, machst du alles? Weltweit. Weltweit? Weltweit. Also das war mal die klare Aussage hier. Ja. Super, alles klar, viel Erfolg weiterhin. Gerne, danke weiterhin. Es gibt ja Vorbilder beim Oliver, die werden ja häufiger durch den Kakao gezogen. Ich bin immer noch ja ganz nett, was das Thema angeht. Ja, mit Kakao meine ich mal. Ja, ja, klar. Hast du da auch irgendwelche Lieblingsvorbilder oder auch Lieblingsklamotten? Gibt es da was in der Richtung, wo du sagst, also die ist besonders toll immer mit ihren Klamotten, das macht immer besonders viel Spaß? Ganz ehrlich, da bin ich irgendwie... Ist nicht. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich alles wieder stehen habe. Vielleicht so mal grundsätzlich. Weil es immer, also ich habe immer am Anfang gedacht, oh, das ist ja fürchterlich langweilig. Aber es ist ziemlich spannend, weil man nicht weiß, wie man es wirklich hinkriegt. Also ich sehe die Sachen und kann dir nie genau sagen, das kriege ich so hin. Weil ich nie weiß, was ich finde und woraus ich was machen kann. Ob ich es färben muss, ob ich irgendwie doch was finde in der Größe. Und oft müssen wir aus zwei Kostümen, ich muss zwei Oberteile, wenn ich wirklich was finde, kaufen und dann eins machen. Und das funktioniert natürlich auch nicht immer. Und das ist so die Herausforderung bei dem Ganzen. Jetzt sind ja hier eine ganze Menge Kostüme. Was wird denn damit gemacht, wenn die abgedreht sind? Kommen die in die Kleidersammlung oder? Ganz verschieden. Also wenn ich jetzt so eine Grundjacke habe, wo ich denke, okay, die könnte vielleicht nochmal drankommen in der Farbe, dann lasse ich die in einem Fundus drin. Es gibt extra einen Olli-Fundus. Ansonsten, wenn es jetzt so ein spezielles Teil ist wie dieses hier, wo ich sage, nee, die Chance ist sehr Karneval. Gut, dass wir dann Fasching. Ich habe mal ein Kostüm für meinen Sohn umgebaut, worauf Olli dann ganz kurz schrieb, ich solle aber bitte nicht sein Smoking für meinen Sohn umbauen. Aber sonst, teilweise kriegen die Fans Kostüme. Die haben jetzt schon mal so Kostüme zerschnippelt und dann Fans zugekommen. Zweck. Genau. Aber ansonsten bleibt es jetzt erstmal da. Und manchmal ist es so, dass man mal Sachen wieder verwenden kann. Habe ich jetzt mal irgendwelche Sachen, die ich mal verwende? Zum Beispiel das Kostüm, das war vorher ein Blazer. Und den haben wir jetzt, der war ein bisschen höher geknöpft und natürlich diese Knöpfe nicht wie für einen Frauenblazer. Und da habe ich jetzt einfach andere Knöpfe drauf gemacht und jetzt wird es ein Herrenblazer. Also sowas kann man da mal ändern. Also, ja, es sind so Sachen. Diesmal. Ich danke dir für den Einblick. Ja? War sehr informativ. Ja. Wünsche weiterhin viel, viel Spaß. Ja, danke. Und dann wollen wir mal hoffen, dass die Ideen nicht ausgehen. Tja. Und im Moment hilfst du der Kollegin, die das Krawattenproblem noch hat mit den Streifen, die es im Westen nicht gibt, die nur im Osten waren, weil du hast die Idee gehabt, gerade das mit dem Airbrush-System zu machen, ne? Ja, wir versuchen das Ganze jetzt mal zu sprühen, ansonsten müssen wir das Bild spiegeln. Aber gucken wir mal, ob das hinhaut. Okay. Ja, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Danke dir, ne? Danke auch. Danke. Bis dann. Alles klar. Ich würde sagen, er ist da hinten ja fleißig dabei. Man konnte mal wirklich live sehen, wie das da läuft. Ne? Rein, raus, Sprung. Die Perücke haben wir auch schon gesehen. Das Ganze wird also anscheinend auch nochmal in einer anderen Art und Weise. Christliche Hitparade 2 kann ich bis jetzt eigentlich auch noch nicht. Aber die haben da richtig Spaß da hinten. Und man sieht schon, hier wird wirklich hart gearbeitet. Da ist noch einiges heute am Programm angesagt, ne? Ja. Also das ist auch eine schöne Nummer, die haben wir aber jetzt auch, glaube ich, schon bald ein halbes Jahr vor uns hergeschoben, weil wir nicht wussten, wie wir die jetzt oder wo wir die jetzt einsetzen. Also wir schieben dann auch viel. Wir haben natürlich auch viel zeitloses Material. Also wir versuchen natürlich immer so möglichst aktuell zu sein, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen Puffer haben und dann bieten sich natürlich so Werbesendungen und Teleshopping-Sachen natürlich immer an, die kann man immer ein bisschen schieben, die sind ja zeitlos. Ihr habt euch entschieden nach Weihnachten? Definitiv nach Weihnachten, aber wir haben zum Beispiel... während der Weihnachtszeit, das ist auch mal vielleicht für die Fans ganz interessant, die ist immer sehr schön, wenn ihr uns auch Weihnachtssachen schickt. Nur wir schaffen es meistens nicht mehr, die Sachen, die jetzt Weihnachten 13 zum Beispiel gelaufen sind, in die Sendung 2013 noch zu packen, weil die Dezember-Sendungen praktisch schon vorproduziert sind. Haben aber sehr schönes Material gekriegt, da möchte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken. Die werden wir aber 14 dann versenden, sprich also im Dezember 14 werden wir diese ganzen tollen Tipps alle wiedersehen. Wir werden gespannt sein. Ist ja nicht mehr lange, ne? Und dann wollen wir mal schauen. Wir bleiben in Kontakt und das eine oder andere wird ja dann auch demnächst dann wieder auf DVD erscheinen. Ja, also soweit ich weiß, wird die erste Hälfte sogar schon wieder im Mai erscheinen. Ja. Und das lohnt sich.
Das lohnt sich definitiv, weil wir werden noch sehr schöne Themen behandeln. Wir drehen ja jetzt auch gerade Schwiegertochter gesucht. Das war auch so ein Format, wonach sich die Fans ja förmlich gesehnt haben. Wir haben noch Bauer sucht Frau liegen. Wir werden vielleicht auch noch das ein oder andere Promi-Dinner machen. Mal sehen. Bachelor ist auch noch. Den hatten wir schon zweimal. Wenn da jetzt nicht noch irgendwelche besonderen Ausreißer sind, wollen wir uns da dieses Jahr vielleicht nicht so ganz hingeben. Aber wir werden mal gucken. Es wird genug geben. Ja. Alles klar, ich sage vielen Dank und wünsche weiterhin viel Spaß und auf das, dass du dir die Nächte um die Ohren schlägst. Ja, vielen Dank. Ganz wichtiger Tipp noch, also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr euch meint, ihr müsst euch jetzt rächen und wollt unbedingt sagen, da muss der Kalkofe jetzt auch mal zuschlagen, gerne alle Tipps bitte www.kalkwatch.de. Vielen Dank. Und wir werden es auch nochmal zum Mitschreiben einblenden. Alles klar. Okay, danke. Danke. Ich bin froh, dass es so Menschen wie Oliver gibt, dass, ich sag mal, gute oder schlechte Gewissen des Fernsehens, denn vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, dass das eine oder andere sich vom Fernsehprogramm in absehbarer Zeit mal wieder etwas ändert und wir auch als Besitzer von manchen Heimkinoprojekten oder Großbildfernseher dann wieder mehr Spaß haben, das eine oder andere Fernsehprogramm mal zu gucken. Auf diesem Wege also nochmal an allen vielen Dank für die gute Unterstützung und für den echt sehr genauen und detailreichen Einblick mal hinter die Kulissen, wie das Ganze abläuft. Vielleicht hat sich auch der eine oder andere neue Fan jetzt durch unser Video gefunden. Schaut mal auf die Facebook-Seite von Oliver oder mal auf die Tele5-Seite, denn dort sind so manche Aktivitäten, die jetzt schon da durchgeführt werden, veröffentlicht, beziehungsweise werden auch noch weitere Aktivitäten demnächst gezeigt werden. Und ansonsten natürlich für alles, was mit Fernsehen und Beamer und etc. zu tun hat, meldet euch bei GrobiTV, wir helfen hier gerne weiter oder besucht uns mal in unseren Studios hier in Düsseldorf, beziehungsweise in Cast bei Düsseldorf und da zeigen wir mal, was man sonst so noch mit einem Beamer oder einem Fernseher alles so veranstalten kann. Bis dann wieder und bei GrobiTV, unserem Heimkinokanal. Ciao.